Für die AfD-Fraktion hat sich der Abgeordnete Enners zu Wort gemeldet. Bitte schön. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! In Westdeutschland wurde nach dem Krieg Obdachlosensiedlungen zumeist an Stadträndern gegründet. In den 1960er Jahren verbreitet sich zunehmend die Meinung, dass Obdachlosigkeit soziale Gründe hat und oft nicht selbst verschuldet sei. Vielen Dank. Diese Sichtweise setzt sich glücklicherweise immer weiter durch und führte letztlich dazu, dass sich der Umgang mit Obdachlosigkeit wesentlich veränderte. Damals entstanden dadurch erstmals individuelle Beratungsangebote für Betroffene. In der DDR wiederum wandelte die SED-Regierung nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst Altersheime zu Obdachlosenunterkünften um. Später wurden Wohnungen staatlich zugeteilt. Dazu herrschte Arbeitspflicht im Arbeiter- und Bauernstaat. Obdachlosigkeit galt im sozialistischen Paradies als asozial und wurde durch den sogenannten asozialen § 249 im Strafgesetzbuch der DDR repressiv geregelt. Dies konnte bis 1990 sogar dazu führen, dass Obdachlose im Gefängnis landeten. Gerade vor diesem geschichtlichen Hintergrund kommt bei dem hier vorliegenden Antrag der selbsternannten SED-Nachfolgepartei der fade Beigeschmack eines Schaufensterantrages auf. Aber das Thema Wohnungslosigkeit ist. Legen Sie sich nicht auf. Machen Sie den Rücken gerade, setzen Sie sich mit Ihrer Parteigeschichte auseinander. Aber das Thema Wohnungslosigkeit ist wichtig, wichtig vor allem für den sozialen Frieden im Lande. Und während in der heutigen Bundesrepublik für alle Themen aussagekräftige Statistiken vorliegen, verschließt die Regierung vor der Obdachlosigkeit bis dato die Augen. Vor allem Vertreter der CDU behaupten seit Jahren, dass offizielle Erhebungen nicht leicht möglich seien, während das Statistische Bundesamt durch Studien bereits in den 1990er Jahren eine recht einfache Machbarkeit bejahte. Erst im Dezember 2019 wurde auf Bundesebene ein Gesetzentwurf vorgeschlagen, mit dem bis Ende Januar 2022 entsprechende Daten erhoben werden sollen. Das jetzt vom Bundesrat gebilligte Gesetz zur Einführung einer Wohnungslosenberichterstattung erfasst zwar Daten von Wohnungslosen, aber eben nicht die Untergruppe der besonders betroffenen Obdachlosen. Meine Damen und Herren, wir von der AfD unterstützen die Einführung einer Statistik zur Obdach- und Wohnungslosigkeit sowie auch zum drohenden Wohnungsverlust, aber nur in einer deutlich differenzierteren Form. Und schaut man nach Nordrhein-Westfalen, so sieht man, dass die dortige Landesregierung bereits seit Jahren eine Wohnungslosenstatistik erhebt. Da stellt sich die Frage, warum geht Hessen nicht denselben Weg wie Nordrhein-Westfalen? Die Frage stellt sich umso mehr, da Minister Klose auf Zahlen von anderen Institutionen, wie z.B. auf die der Liga Hessen, zurückgreifen kann, wie es in der Antwort zur Großen Anfrage zu lesen war. Bis also fundierte Zahlen vorliegen, kann man sich hier nur auf Schätzungen berufen. Hierbei spielt deutschlandweit die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe eine große Rolle. Die BAGW geht für das Jahr 2018 von insgesamt knapp 680.000 Wohnungslosen in Deutschland aus, davon alleine ca. 441.000 wohnungslose anerkannte Asylbewerber sowie rund 237.000 wohnungslose EU-Bürger und Deutsche. Zum gleichen Zeitpunkt nimmt die Landesregierung an, dass es in Hessen ca. 4.000 Wohnungslose gab. Aber schauen wir vielmehr mal auf die Ursachen, die zur Wohnungs- und Obdachlosigkeit führen. Es gibt dafür viel mehr Gründe, als die Linksfraktion hier darstellt. Zunächst einmal, es gibt nicht den typischen Wohnungslosen. Der Verlust des Arbeitsplatzes, Überschuldung, Trennung oder Scheidung vom Partner, der Tod einer nahestehenden Person, Sucht oder Frauen, die Gewalterfahrung gemacht haben oder die Haftentlassung. All das und noch viel mehr sind persönliche Faktoren, und je mehr davon bei einem Menschen oder einer Familie zusammenkommen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, die eigene Wohnung zu verlieren.
Hinzu kommen gesellschaftliche Prozesse und vor allem politische Fehlentscheidungen. Der angespannte Wohnungsmarkt einerseits, bedingt durch die Vernachlässigung des sozialen Wohnungsbaus, andererseits angefacht durch die Finanzkrise 2008 und noch verschärft durch die Asylkrise seit 2015, sind weitere Aspekte. Ich will Sie ja nicht enttäuschen. Erste Tatsache, der Bestand an Sozialmietwohnungen sank von 2,1 Millionen im Jahr 2008. Im Jahr 2006 auf nur noch knapp 1,2 Millionen im Jahr 2018. Zweite Tatsache. Seit Beginn der Niedrigzinspolitik der EZB stiegen die Immobilienpreise in Deutschland, und zwar rapide. Erschwerend kommt hinzu, dass die Landesregierung den sozialen Wohnungsbau nicht nur systematisch vernachlässigt, sondern auch die Kompensationsabgabe des Bundes für den sozialen Wohnungsbau teilweise nicht mehr zweckgebunden einsetzt. Am Dienstag sagte Minister Al-Wazir hier im Plenum, dass das Wohnrauminvestitionsprogrammgesetz nun dafür sorge, dass der sträflich vernachlässigte soziale Wohnungsbau angekurbelt wird. Aber dieser Versuch, Zuversicht zu streuen in allen Ehren, aber das Vorhaben ist nur ein Tröpfchen auf den viel zu heißen Stein. Denn auch Minister Al-Wazir ist die Verordnung über die Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen sicherlich bekannt. In dieser heißt es vereinfacht gesagt, je größer ein Landkreis ist, desto höher die Prozentzahl der zugewiesenen Menschen, die untergebracht werden müssen. Hier kommen wir zu dem Punkt, dass es eine Verschiebung in Bezug auf Leerstand gibt. In der Fläche wächst der Leerstand an, in den Ballungsräumen, sprich in den Städten, gibt es kaum noch Leerstand. Und so führt der immer geringer werdende Leerstand in den Städten zu immer weiter steigenden Mieten. Als Ansatz wäre insofern die Zuweisung in den ländlichen Raum zu erhöhen, um so die Städte entsprechend zu entlasten. Das Recht auf eine menschenwürdige Unterbringung wird damit nicht angetastet, weicht aber halt vom linken Gedankengut ab, dass alle und jeder das Recht haben soll, in der Stadt zu leben. Aber, meine Damen und Herren, genau dieses Recht existiert nicht. Hinzu kommen unsinnige Gesetze von Verordnungen, die die Kosten für den Wohnungsbau weiter in die Höhe treiben. So verursacht z.B. die Energieeinsparverordnung ca. 7-8% höhere Baukosten, spart aber letztlich nur 0,01% Energie ein. Und bei Unsinnigkeit fällt mir auch noch der von den Linken hier auch für Hessen ins Spiel gebrachte Mietendeckel ein, der nicht viel mehr ist als eine sozialistische Gleichmacherei und lediglich die Abneigung der Linken gegen das private Kapital aufzeigt. Denn dass der Mietendeckel keinerlei Wirkung entfacht und nur Vermieter und künftige Bauherren ein weiteres Mal belastet, zeigt die Entwicklung im rot-rot-grün regierten Berlin. Auch Mietpreisbremse und Kappungsgrenze bringen keine Entspannung für den Wohnungsmarkt. Und auch die Einkommen im Niedriglohnsektor steigen langsamer als die Mieten. Dies führt zu einer Verschärfung der Situation und lässt die Gefahr der Wohnungslosigkeit weiter ansteigen. Ich fasse zusammen. Bürokratie, Formalismus und nicht nachvollziehbare Gesetze und Verordnungen, die das Bauen immer unattraktiver werden lassen, sowie eine stetig steigende Steuerlast, die das Geld in Familien immer knapper werden lässt, und die Vernachlässigung des sozialen Wohnungsbaus sind politische Fehler und somit weitere Gründe für Obdachlosigkeit, die eigentlich schon längst hätte in den Parlamenten beseitigt werden können. Und nicht zuletzt dieser 2015 angewandte Asylpolitik, die immerhin mehr als die Hälfte der Wohnungslosen in Deutschland mit verursacht hat. Allein die Senkung der Grunderwerbssteuer wäre schon einmal ein Schritt in die richtige Richtung. Aber in Hessen hat Schwarz-Grün den Steuersatz ja von 5-6% erhöht. Ein Schritt in die falsche Richtung. Dies sind alles von der Politik verursachte Probleme, welche letztlich zu immer knapper werdendem Wohnraum und steigenden Preisen führen. Für die AfD steht die vernunftorientierte Lösung des Problems der Wohnungs- und Obdachlosigkeit im Vordergrund. So könnte man sich z.B. am finnischen Modell des bereits angesprochenen Housing First orientieren. Gleichzeitig müssten Gesetze und Verordnungen, die das Bauen unattraktiv machen, entsprechend geändert werden. Und vor allem muss die Steuerlast der Arbeitnehmer reduziert werden.
Meine Damen und Herren, Sie sehen, dass es mehr als genügend politische Stellschrauben gibt, sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene. Der Antrag der LINKEN ist, wie ich schon zu Beginn sagte, aus geschichtlichem Kontext heraus nicht viel mehr als Schaufensterpolitik und wird dem ganzen Thema auch nicht gerecht. Vielmehr noch, er spiegelt lediglich die sozialistische Grundausrichtung dieser Partei wider. An die Landesregierung richten wir den Appell, erstellen Sie unabhängig vom Bund eine landeseigene Wohnungslosenstatistik nach der Vorlage von NRW. Denn erst wenn verlässliche Zahlen vorliegen, kann man sachorientiert darauf reagieren. Diesem Antrag der LINKEN stimmen wir natürlich nicht zu. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Enners. Als nächstes hat der Abgeordnete Bocklet für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Geschäftsführer! Obdachlosigkeit ist eines der härtesten Schicksale, die ein Mensch in diesem Land erreichen kann. Ich selbst war Sozialarbeiter über 15 Jahre in einem internationalen Bund. Und wer weiß, wie hart die Menschen aus der Bahn geworfen ist, wie schwer es ist, wieder in ein normales, geregeltes Leben zurückzukehren. Wer weiß, wie lange die Wirkungen sind, psychologisch und auch materiell, weiß, dass wir alles dafür tun wollen, dass wir Obdachlosigkeit vermeiden und dort, wo sie auftritt, so schnell wie möglich zu bekämpfen. Und ich war sehr überrascht damals, als wir in Frankfurt, übrigens unter der Rot-Grün, als die kalten Winter kamen und wir versuchten, sehr lange in der Koalition darüber stritten, ob wir die B-Ebene öffnen durften. Ich erinnere mich da an einen Koalitionspartner, der das sehr unangenehm empfand damals. Ich bin froh, dass sich die Zeiten ändern, dass wir heute selbstverständlich ist, dass man Menschen, die Obdachlosen sind, selbstverständlich mit Kältebussen oder Unterkünften hilft. Das war nicht immer so. Früher glaubte man noch, das sei selbstverschuldet oftmals. Man ging aus von Alkoholikern oder von verwahrlosten Menschen. Heute wissen wir, dass es viel umfangreicher ist, die Gründe dafür. Trennungen, Scheidungen, Arbeitsplatzverlust, Gewalt in der Familie, alles mögliche Gründe. Weiß man, dass es nicht so einfach ist, wie es zunächst wirkt. Denn in den 90er Jahren, Dr. Peter Bartel wird sich daran erinnern, zogen die amerikanischen Streitkräfte aus Frankfurt ab. Und wir hatten Zehntausende leerstehende Wohnungen in den Kasernen. Und wir haben uns natürlich als allererstes gefragt, warum sind die Menschen trotzdem obdachlos? Und sie waren deshalb obdachlos, weil es oftmals aufgrund ihrer psychischen Situation sie auch nicht in die Unterkünfte oder in Wohnungen gingen. Sie sind auch wieder rausgekommen. Und das zeigt, die Antworten sind nicht so einfach, wie dass man nur mit mehr sozialen Wohnungsbau gleichzeitig die etwa im Schnitt 3.000 Obdachlosen in Hessen tatsächlich helfen kann. Darauf will ich nur hinweisen. Ich will mich vor der Antwort nicht drücken, dass wir hier in Wohnungspolitik mit Tarek Al-Wazir jetzt gerade 2,2 Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung stellen, dass wir mit dem Wohnungsinvestitionsprogramm auf über 500 Millionen jetzt tatsächlich was für bezahlbaren Wohnraum noch intensiver tun. Das soll die Antwort darauf sein, dass die Kommunen auch Gelder zur Verfügung haben, diesen Wohnraum zu schaffen. Aber es ist nicht nur eine Antwort. Die Frage wird also auch sein, wie gelingt es uns, an diese 3.000 Menschen so frühzeitig ranzukommen, dass sie erst gar nicht dazu kommen, dass sie aus ihren Wohnungen rausfliegen und dass sie möglichst schnell auch wieder vermittelbar sind in Wohnungen. Und jetzt zitiere ich mal aus der Antwort einer kleinen Anfrage und bewusst aus dem Bundesland Thüringen. Unterbringung und Versorgung von obdachlosen Menschen ist kommunale Aufgabe nach § 67 SGB 12. Kommunale Aufgabe. In Hessen ist das auch so. Wir haben es als eine kommunale Aufgabe. Ich sage diesen Satz deshalb nicht, weil wir uns als Land aus der Verantwortung drücken. Ich habe es gerade gesagt in der Wohnungspolitik. Aber ich sage es deshalb, weil es natürlich kommunale Aufgabe ist. Und wenn wir uns im Kreis Groß-Gerau angucken, dort haben Sie ein vorbildliches Projekt, 30, aber Sie haben auch 100 Obdachlose nach Auskünfte der Diakonie. Und ich frage Sie, Sie als Zuständige mit Linkspartei, die dort regiert, frage ich Sie, wieso haben Sie so viele Obdachlose, wenn es kommunale Angelegenheiten ist? Und da dürfen Sie sich doch nicht jetzt schon wieder mit 5 Fingern auf uns zeigen, davon 10 auf Sie zurückkommen. Sie müssen sich auch darum kümmern, dass in Ihrer kommunalen Aufgabe die Obdachlosigkeit gerade bei Ihnen bekämpft wird. Doch, keine Aufregung, keine Aufregung.
Es gibt ja nicht so viele Kreise, wo Sie regierungsfähig sind oder regierungswillig sind. Aber was ich Ihnen noch sagen kann, Sie fordern hier eine Wohnobdachlosenberichterstattung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Linke fordert das. Und jetzt dachte ich, gehe ich mal in den Vorbildstaat Thüringen. Dort wird gesagt, die Wohnraumberichterstattung wird vorliegen, Achtung, Mitte 2022. Keine Minute früher und keine Minute später. Sie spielen sich hier auf, und es wird aufgeamselt, wie spät und wie verschlafen, wie unwissend das Land ist. Was sagt Ihnen Kai Klose in Ihrer Antwort auf Ihre Frage? Vielleicht lesen Sie es auch, es hilft auch Leseverständnis, kann man auch üben, ja, dass Sie dann wissen, am 31. Januar 2022 wird es zum ersten Mal in Hessen erhoben, genauso wie in Ihrem Bundesland Thüringen. Und deswegen sind wir mittendrin statt nur dabei, Frau Böhm. Doch, Frau Böhm, und Sie haben... Sie müssen wissen, dass das ein großes Problem ist und Sie immer dazwischen rufen. Der Herr Hahn würde jetzt sagen, Sie sind unhöflich. Ist er denn da? Also setzen Sie sich doch einmal damit auseinander, dass dort, wo Sie regieren, offensichtlich dieselben Instrumente angenommen werden wie bei uns. Wir fördern den sozialen Wohnungsraum, wir initiieren den Wohnraum, Berichterstattung, all das passiert hier. Und Sie haben noch weitere Forderungen, die auf falschen Behauptungen basieren, z.B., dass Jugendliche, die davon betroffen sind, dass bei denen mit 18 die Jugendhilfe endet. Ich kann das überhaupt nicht verstehen, dass Sie als Partei, die für sich, die Sie, wenn Sie doch behaupten, soziale Kompetenz in Ihrer Partei zu haben, dann wissen Sie, dass das KJHG, das Kinder- und Jugendhilfegesetz, bis 27 geht und dass selbstverständlich es möglich ist, auch Jugendhilfen über das 18. Lebensjahr zu erhalten. Was soll also diese Behauptung in diesem Antrag? Ist es schlicht falsch, wie vieles bei der Linkspartei? Doch, das stimmt. Ja, genau. Ich schicke Ihnen gerne mal einen Auszug zu, einen Auszug des Kinder-Jugendhilfegesetzes bis 27 Jahren. Wollen Sie das negieren, dass es bis 27 geht? Nein, na also, da sind wir doch einer Meinung. Prima. Ich sage noch einmal zusammenfassend zur Frage der Obdachlosigkeit. Wir müssen die präventiven Angebote und die Initiativen dort stärken, wo sie sind. Wir haben als Land beispielsweise über 2 Millionen € für Schuldnerberatung zur Verfügung gestellt im Sozialbudget. Wir haben dort viele andere Hilfen, Sozialhilfen kommunalisiert, damit genau die frühzeitige Beratung stattfinden kann, Entschuldung, frühzeitig soziale Beratung stattfinden kann, wo man psychosoziale Zentren haben wir geschaffen, wo man sich beraten lassen kann und Hilfe suchen kann. Worüber uns jetzt nach der Berichterstattung, wenn sie denn präzise vorliegt, kümmern müssen, ist tatsächlich die Frage, wie kriegen wir diese ganzen Angebote zu diesen Menschen, die betroffen sind? Denn offensichtlich haben wir gute Netze, wir haben gute Beratungsstellen, wir haben viele Vereine und Organisationen, die sich darum kümmern, wir haben sogar Wohnungen. Aber wenn die Menschen sie nicht wahrnehmen, müssen wir uns darüber diskutieren, wie es uns gelingt, dass sie sie wahrnehmen. Aber hier mit diesem Antrag so zu tun, als ob wir in der Wüste irgendwo sitzen, es gäbe keine Mittel, es gäbe keine Einrichtungen, keine Hilfen, es ist schlicht unwahr. Und Sie treiben mal wieder Leute auf die Bäume, wo sie nicht hingehören, Frau So. Ihre 15 Punkte sind entweder falsch oder überholt. Und dort, wo Sie zuständig sind, machen Sie sich auch vom Acker. Deswegen finde ich, verpufft Ihr Setzpunkt. Wir haben festgestellt, dass Obdachlosigkeit ein großes Problem ist, dass es eine große soziale Härte ist, dass wir vieles dafür tun müssen, dass dort etwas geschieht. Wir haben aber eine Fülle von sozialen Rahmenbedingungen, gesetzlichen, rechtlichen und Förderbedingungen für diese Menschen. Wir müssen uns nach der Berichterstattung, wenn sie präzise vorliegt, und wir wissen, wer sind diese 3.000 Menschen in Hessen, woran leiden sie genau, warum nehmen sie die Angebote nicht wahr, dann werden wir auch wieder einen Schritt besser werden. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Bocklet. Bevor jetzt der Staatsminister Klose das Wort kriegt, möchte ich Ihnen noch eine kleine Änderung mitteilen. Wir werden vor der Mittagspause noch den Hinweis auf den bereits geleisteten Eid eines richterlichen Mitglieds des Staatsgerichtshofs vornehmen. Dauert ja nicht lange und dann ist die Mittagspause. Aber jetzt hat erstmal der Staatsminister Klose das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wohnungs- und Obdachlosigkeit, das sind nicht einfach Problembeschreibungen, sondern hinter diesen beiden Begriffen verbergen sich schwere individuelle Schicksale. Und in dieser Ernsthaftigkeit sollten wir uns mit dem Thema auch auseinandersetzen. Wohnungs- und Obdachlosigkeit betreffen mehr Menschen, als man gemeinhin denkt. Es gibt Schätzungen zufolge,
auch immer mehr junge Menschen, die wohnungslos sind und die vielleicht in der Öffentlichkeit gar nicht als Obdachlose wahrgenommen werden, weil sie beispielsweise versuchen, mit sogenanntem Sofa-Hopping über die Runden zu kommen. Die Geschichten wohnungsloser Menschen sind vielfältig, genauso vielfältig wie die Gründe und Ursachen für Wohnungslosigkeit. Und deshalb gibt es auch keine einfachen Rezepte für die Vermeidung und Bekämpfung. Und gerade weil Obdachlosigkeit so viele verschiedene Ursachen hat, manche offensichtlich, manche eher verdeckt, brauchen wir verlässliche statistische Angaben. Es gibt bislang kaum gesicherte Daten über die tatsächliche Anzahl wohnungsloser Menschen, weder in Hessen noch anderswo. Und deshalb arbeiten wir mit Schätzungen oder mit Stichtagserhebungen der Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege. Und ja, da bin ich ausdrücklich Ihrer Meinung, diese statistische Lücke muss geschlossen werden. Aber wissen Sie, wenn wir bei den Daten sind, Frau Gnadl, wenn Sie sich schon die Mühe machen zu zählen, dann sollten Sie sich auch die Mühe machen, vollständig zu zitieren. In den allermeisten Fällen, in denen wir damit antworten mussten, dass uns darüber keine Erkenntnisse vorliegen, lautet der zweite Satz: Die kommunalen Spitzenverbände können diese Angaben nicht oder nicht mit vertretbarem Aufwand erheben. Ganz einfach, weil es eben eine kommunale Aufgabe ist. Und dieser Grund gehört dann schon dazu, wenn Sie das hier so darstellen, als wollten wir diese Angaben nicht erheben. Und weil es an diesen Datengrundlagen fehlt, freue ich mich wirklich sehr, dass der Deutsche Bundestag nach einem wirklich langen Prozess Anfang dieses Jahres die Einführung einer Wohnungslosenstatistik beschlossen hat, auch aufgrund des Drucks der Verbände der freien Wohlfahrtspflege, aber auch der Länder. Und diese Daten ermöglichen dann eine genaue und vergleichbare Analyse, wie viele Menschen tatsächlich in Deutschland auf der Straße leben müssen. Das beschlossene Vorhaben geht aber über eine reine Datenerhebung hinaus, weil außerdem eine Wohnungsberichterstattung eingeführt wird. Und damit werden wir auch für Hessen jährlich landesweit und bis hinunter auf die kommunale Ebene über eine integrierte, verpflichtende, regelmäßige und umfangreiche Berichterstattung und damit erstmals über landesweit vergleichbare Informationen zur Wohnungslosigkeit verfügen. Und das ist ein wirklich wichtiger Schritt, um Obdachlosigkeit auch wirkungsvoller zu bekämpfen. Und ich kann Ihnen sagen, wir werden uns sehr genau anschauen, ob die statistischen Daten genügen, die der Bund erhebt, und wir werden gegebenenfalls weitere hessische Zahlen sammeln. Dazu sind wir auch bereits mit den Trägern und Verbänden im Austausch, weil wir insbesondere das Feld der verdeckten Wohnungslosigkeit auch ausreichend ausleuchten wollen. Und meine Damen und Herren, diese Statistik und Berichterstattung, die wird uns wertvolle Informationen liefern. Sie wird ein Seismograph für die konkrete Entwicklung in Hessen sein. Wir können damit wohnungs- und obdachlose Menschen noch passgenauer als bisher unterstützen und weitere Hilfsangebote entwickeln. Und wir werden künftig auch hessenweite Erkenntnisse darüber haben, wie die durchaus heterogene Organisationsstruktur der Wohnungslosenhilfe vor Ort gestaltet ist und ob bzw. wie sie verbessert werden kann. Aber wir können und werden mit Maßnahmen natürlich nicht abwarten, bis die Statistik veröffentlicht ist. Unser Ziel ist, allen Menschen in Hessen Zugang zu gutem und bezahlbarem Wohnraum zu ermöglichen. Und das ist gerade angesichts angespannter Wohnungsmärkte kein leichtes Unterfangen. Das ist ein verdammt dickes Brett. Und wie bohren wir an diesem Brett? Es gilt weiterhin, auch künftig soll kein Förderantrag für sozialen Wohnungsbau in diesem Land aus finanziellen Gründen abgelehnt werden. In dieser Legislaturperiode werden wir insgesamt 2,2 Milliarden Euro für etwa 22.000 Wohnungen und für 66.000 Menschen bereitstellen. Wir werden den Kündigungsschutz verbessern, wir werden den Milieuschutz ausweiten
Und wir setzen uns im Bund für eine Erhöhung des Wohngelds und der Einkommensgrenzen ein, damit mehr Menschen davon profitieren können. Die Nassauische Heimstätte wird ihren Bestand perspektivisch um 15.000 auf 75.000 Wohnungen ausweiten. Das sind Tausende bezahlbarer Wohnungen, die unterhalb der Marktkonditionen vermietet werden. Zusätzlich mobilisiert die Baulandoffensive dieser Landesregierung Grundstücke für den Bau bezahlbarer Wohnungen. Meine Damen und Herren, um Obdach- und Wohnungslosigkeit zu überwinden, müssen aber alle staatlichen Ebenen an einem Strang ziehen. Und deshalb bin ich froh, dass auch einige hessische Kommunen, beispielsweise die Landeshauptstadt Wiesbaden oder auch die Wissenschaftsstadt Darmstadt, sogenannte Wohnungssicherungsstellen eingerichtet haben. Sie leisten persönliche Beratung und Unterstützung im Rahmen der Wohnungsnotfallhilfe. Und dafür ist wichtig, dass ein sich anbahnender Wohnungsverlust auch frühzeitig bekannt wird. Mit der Hilfe, die dort geleistet wird, beispielsweise der Unterbringung in einer Notunterkunft, übernimmt die Wohnungsnotfallhilfe dann auch einen Teil der Arbeit, die sonst von frei gemeinnützigen Trägern geleistet wird. Dann kommen wir zu den bundesgesetzlichen Regelungen, die Sie ja immer am liebsten aus Hessen direkt ändern wollen. Anders als gelegentlich behauptet, ist der Zugang zum Hilfebedarf, also Leistungen nach SGB II und SGB XII, niedrigschwellig angelegt. Ein Antrag auf SGB II-Leistungen kann heute sogar mündlich gestellt werden. Und im SGB XII, mit Ausnahme der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel, reicht es schon, wenn dem Sozialamt bekannt wird, dass die Voraussetzungen für die Leistungen vorliegen. Bund, Länder, kommunale Spitzenverbände und die Bundesagentur für Arbeit haben aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 5. November 2019 zur Verfassungsmäßigkeit von Sanktionen richtige und wichtige Konsequenzen gezogen und sie in einer verbindlichen Übergangsregelung fixiert. Bis zu einer gesetzlichen Neuregelung ist sichergestellt, dass bei allen Leistungsberechtigten und damit auch bei Personen unter 25 Jahren eine Leistungsminderung aufgrund wiederholter Pflichtverletzungen nicht über 30% des maßgeblichen Regelbedarfs hinausgeht. Das heißt, dass die verschärften Sanktionen von den Jobcentern nicht mehr verhängt werden. Und das ist im Kontext Wohnungs- und Obdachlosigkeit wichtig. Und das muss hier erwähnt werden, weil dadurch sichergestellt ist, dass die Unterkunftskosten nicht mehr Gegenstand einer Sanktion sein können. Und die Hessische Landesregierung wird sich im Bundesrat bei der Novellierung des Sanktionsrechts im SGB II für den endgültigen Wegfall der verschärften Sanktionen bei Leistungsberechtigten unter 25 Jahren einsetzen. Meine Damen und Herren, mit der Wohnungslosenberichterstattung werden wir belastbare Daten zur Situation wohnungs- und obdachloser Menschen erhalten und auf dieser Grundlage dann auch besser helfen können. Und wir finanzieren bezahlbaren Wohnraum in großem Umfang, auch um den von Wohnungs- oder Obdachlosigkeit betroffenen oder bedrohten Menschen eine Perspektive zu ermöglichen. Und keine Debatte ohne Corona. Auch dieses Thema wurde ja in den Kontext gestellt. Dazu will ich Ihnen einfach sagen, in Hessen jedenfalls hat unsere Taskforce Beschaffung, deren Arbeit Sie ja am Dienstag im Ausschuss noch geschmäht haben, seit dem 16. April diesen Jahres die Wohnungslosenhilfe mitbedacht. Vielleicht fragen Sie einmal in den Ländern, in denen Sie so mitregieren, ob das da auch schon passiert ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Klose. Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Dann können wir den Antrag der Linken mit der Drucksachennummer 2028-74 zur weiteren Beratung in den Sozialausschuss überweisen und die Große Anfrage mit der Drucksachennummer 2025-37 zu 2011-68 ist damit erledigt. Und nach einer kurzen Umbaupause kommen wir dann zu dem Hinweis auf den bereits geleisteten Eid.